Manege frei, die nächste Welt trägt den Titel Spektakel mit Makel. Wir beginnen mit der Spinnradspinnerei. Und hier gibt es die guten alten Abroxas. Oder auf Englisch heißen sie Raphael the Raven. Oder zumindest der Boss aus Yoshi's Island. Ob die anderen die kleinen anderen Namen haben, weiß ich jetzt auch nicht. Rund um die Welt. Ja, die haben es eben mit runden Sachen. Da bietet sich so ein Riesenrad doch an, ne? Der pinke Yoshi ist jetzt am Start in der Bon-Bom-Box. Also wie Bonbons, nur mit Bomben, weil Bomben. Naja, das ist eine Anspielung an das Minenlevel, falls ihr euch erinnert. Natürlich erinnert ihr euch, ihr habt ja nicht so ein schlechtes Gedächtnis wie ich. Ja, die haben immer noch die guten alten mondartigen, was weiß ich, ja. Schlucken kann man sie auch nicht. So, und du kommst jetzt mit. Ah! Das wird. Ich hätte mich. Oh, alles gut. Ist generell alles ziemlich pink. Ach, das war eh Endstation. Ich dachte, es geht hier runter. Ja, moin. Da habe ich mich wohl vertan. Kann im Hintergrund was abschießen? Ich weiß nicht genau. Geht ja ganz fröhlich zur Sache hier. Also, ich glaube, so eine Welt kann schon was bieten. So eine Zirkus-Attraktion-Welt. Wäre ich echt nicht so blöde gewesen, die untere Route gehen zu wollen, nicht, oder? So, in aller Herrgottsruhe alle Coins einkollekten und die Sache passt. Eieieiei. Hm. Ups. Da muss ich abschießen. Sieht alles so spannend aus hier. Wird der Soundtrack ein bisschen geremixt. Gucken wir, was wir hier Schönes haben. Da bleibe ich mal geschmeidig stehen. Die letzte Coin ist nämlich eine andersrum drehende. Nee, sie nicht. Schwätzer. Sind das schon wieder die guten alten... Oh, dieses Symbol, ne? Das gab's auch schon in dem anderen Yoshi. Nee, das war New Super Mario Bros. 2. Die Entwickler von New Super Mario Bros. 2 sind hier dran beteiligt. Oder war das Zufall? Ich denke nicht. Okay, wenn es hier weitergeht, ist da hinten eine Sackgasse? Woher soll ich das wissen? Da die schönen Reißzwecken. Hier gibt es nur Eier? Ist ein bisschen blöd, weil ich hatte die Eier sowieso voll. Raphael the Raven. Das soll einen Raben darstellen, folglich. Soll ich euch alle killen oder so? Ja. Ich warte hier. Man kann sich in Yoshi's Crafted World herrlich und echt optimal auf der Stelle bewegen. Ich glaube, wenn man es richtig perfekt kann, dann wirklich ohne einen Millimeter einzubüßen. Endlos. Anscheinend schon, ne? In Yoshi's Island DS zum Beispiel gab es ja sogar einen kleinen Bonus-Level-Bereich, immer mal wieder, wo es darum ging, wie weit man mit dem Flatterflug kommt. Shit, ich hoffe, das kommt nochmal. Ich bin mir fast sicher, das kommt nochmal. Komm bitte nochmal. Ja. Yes! Aber jetzt waren ein paar Rote mit am Start. Den noch mitnehmen. Ein sehr fröhlicher Soundtrack, aber irgendwie mag ich ihn bisher am wenigsten. Er wirkt auf mich ein bisschen übersprudelt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Wort ist, aber ich sag's. Es wirkt für mich übersprudelt, der Soundtrack. Ganze Yoshi's Woolly und Crafted World haben so einen ruhigen Track eigentlich. Hauptsache, man geht ja nicht mal down, wenn man runterfällt. Nur wenn man seine Energie komplett verliert. Dass Runterfallen nicht so bestraft wird? Naja, also mich freut es jedes Mal, wenn ich runterfalle. Deswegen habe ich mal bestimmt nichts gesagt. So, das war Fail, aber was soll's? Was soll's? Was soll's? Ganz gut, Holz. Ja, und wenn wir heute den Level fertig haben mit der Rückseite auch, dann gönnen wir uns wahrscheinlich hart die
letzten Quests der... Ja, das Schlaraffenland-Gedingens-Gedöns. Oh shit, jetzt war ich, glaube ich... Ah, okay, ich komme da hoch. Was ja, wie gesagt, nicht mehr so ganz der Fall ist, ist, dass man mit Yoshi, wenn man einfach so normal vom Gegner abspringt und dann den Flatterflug macht, dass man dann den Flatterflug höher machen kann. Immer so ein kleiner Kniff und Trick. Ist hier einfach nicht vertreten. Ist ja einfach nicht mehr der Fall. Vergangenheit. Lebe um hier und jetzt, bitte. Aber immerhin. Wenn es nicht um den Flatterflug geht, dann prallt man ja ein bisschen ab. Tut mir leid, die wohnen hier und ich mache das schöne Zuhause kaputt. Ich weiß nicht, ich würde den Level fast als bisschen stupide bezeichnen. Aber man baut halt ein paar Elemente ein, die wir vorher nicht hatten und die man eigentlich kennt aus dem Yoshi-Universum. Sprich diese Wippen, die waren ja früher sehr viel präsenter. Und die Ambroxas, ich meine, kennen vielleicht auch nicht alle die jüngsten Zuschauer, ne? Wenn die dann hier kennen. Im Freizeitpark. Nicht auf dem Mond. Im Freizeitpark. Gut, ich gebe zu. Wer das noch überhaupt nicht kennt, so umzugehen, dass das Rad immer weiter angetrieben wird, wer das zum ersten Mal so spielt, der muss ja erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Selbst ich muss hier ein bisschen Gefühl entwickeln, weil das... Ich gehe mal da unten drauf. Weil das merkwürdig sein kann. Sich nicht mal nur um sich selbst zu kümmern, sondern auch zuzusehen, dass die Plattform dahin kommt, wo sie hin soll. Blumen haben wir alle, aber Coins fehlen natürlich eine Menge. Also das Geschenk fehlt. Ich hätte noch einen Verdacht, so. Nämlich hier links. Ne, es ist nichts. Oh, fuck you in the knee. Dann drehe ich gleich nochmal eine Ehrenrunde. Weil ich bin ja ein Ehrenmann. Tja. Ich habe mich eine Zeit lang gefreut, dass wir alles komplett gefirst-tried haben. Die Vorderseite und so. Alles gefunden, aber in letzter Zeit, also... Ist nicht mehr der Fall, ne? Es ist nicht mehr der Fall. Egal. Ihr bekommt zusammengeschnitten. Oh, hier bei den sehr weiblich anmutenden Rundungen und Kurven. Da sind Red Coins, eine Menge. Genug, wenn die letzte auch eine ist. Nice, da fehlt nur noch eine. Das könnte das Geschenk sein. Und da muss ich im Hintergrund gucken. Und ich sehe direkt, wo es sich befindet. Haha, nice. Läuft bei uns. Okay, ja gut. Ich habe zwar das Geschenk übersehen, aber... Fragezeichen, Wolken, Unsichtbare sind halt manchmal gemein. Alles klärchen. Ich bewege meinen Yoshi-Hintern noch direkt zum Ziel und dann machen wir weiter. Also in dem Level gibt es ja einige einfach relativ random auftauchende unsichtbare Fragezeichen, Wolken und... Ja... Da schäme ich mich jetzt nicht dafür, ne? Hab's ja im zweiten Durchlauf gesehen. Bin aber eher... Ich wollte eher lang speeden, ne? Das kann ich jetzt machen. Lang speeden. Und zwar auf der Rückseite, wenn wir die Schnuffel suchen. Ja! Rückseitenschnuffel! Schnuffelchen, Entschuldigung. Nur 3 Minuten Zeit. Okay, dann geht das. Der Level ist so gesehen gar nicht so lang. Nee. Ist auch nicht. Stehen geblieben! Hier spricht die Yoshi-Polizei. Das Ding kann richtig Fahrt aufnehmen. Das ist ein bisschen anders wie in Yoshi's Island. Besser. Das ist ein Aproxas Ballon, den kann ich mir schon mal merken. Der wird bestimmt noch für diverse Quests interessant. Ich höre was. Ich sehe was. Hä? Komm doch mit. Nein, muss ich ihn echt abschießen? Ich war doch selbst dort.
an solch verwunschenem Ort. Wo ich mir dachte, ich will hier unbedingt fort. Ja. So, dann könnten wir weitermachen. Der zweite, bitte. Ist der vielleicht hier? Das wäre gemein. Tatsache. Ja, gemein, aber... Du musst gemein sein in dieser Welt. Ein Schwein sein. Ich kenne eh nicht mehr viele. Die 80er, ne? Die 80er. Nicht, dass ich in den 80ern großartig was gemacht hätte. Im Juni 89 geboren. Aber die Musik der 80er lief ja auch da noch Anfang der 90er, ne? In dem Sinne, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Ach ja, da waren die 90er besser, was? Wie ein Bum 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 Bumerang komm ich immer wieder. Ich hoffe. Ja, ist in Ordnung. Hallo, ich darf doch wohl meine Euphorie teilen. Eine gute Minute zu früh im Ziel. Eine gute Minute. Eine gute. So, das läuft. Da sind wir eigentlich gar nicht so verkehrt und schlecht in der Zeit, wie sich das anfühlt. So, und dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Pass auf. Machen wir also die letzten Quests von ihm hier. 5 Yoshi-Kekse. Da nehme ich euch direkt mit auf die Rückseite des Snack-Königreichs. Das heißt ganz anders, Mann. Das irritiert mich manchmal. War das hier? Das ist gemeint, ja? Gut. Es irritiert mich manchmal, dass er das so bezeichnet. Als hätten die Levelnamen direkt nochmal geändert. Snack-Königreich. Berg. Die haben einfach Berg gesagt da, ne? Welches Level war das, wo die so unkreativ waren? Irgendwo war das mal, da kam die Kritik von euch. Ach ja. So, ich habe eh noch nichts zum Werfen. Goldene Regel, wenn du noch keine Eier hast, sollte auch noch nichts kommen. Das ist so ein Shy Guy-Typ. Aber jetzt kriege ich welche. Also ich den ersten Yoshi-Cookie. Nee, der sieht nicht nur komisch aus, der war in Yoshi's Cookie, in dem NES- und Gameboy-Spiel. Sah der auch in etwa so aus. So, die Gesichtsform, die ist nicht ohne Grund so bescheuert. Ist oben was? Ist nicht ohne Grund so bescheuert. Aber ich muss gestehen, Yoshi's Cookie habe ich nie gespielt. Es war nicht das einzige Yoshi-Spiel von damals. Es gab ja auch Mario und Yoshi, ebenfalls für NES und Game Boy. Habe ich für Game Boy bekommen, die gute alte Story. Nachdem ich Mario World gespielt hatte, aber kein Super Nintendo besaß, sondern nur ein Game Boy und ein Sega Mega Drive. Oh, da oben. Oh, oh. War ich halt fest im Glauben und fest in der Annahme, dass ich beim Spiel Mario und Yoshi auch sowas bekomme wie Mario World. War nicht der Fall. Ich habe es im Spiel aber nie krumm genommen. Ich habe es mit euch schon im letzten Test gebracht. Ich mag es trotzdem. Hatte deswegen nur keinen Bedarf auf Yoshis Cookie. Jetzt noch sammeln und suchen gerade. Ja, damals hat man Yoshi einfach nur so Spin-offs zugetraut, ne? Ernst. Als er das Reittier war in Mario World. Das Spiel Mario und Yoshi trägt ja in Japan den Titel Yoshi. Dieses Geschicklichkeitsspiel. In Japan heißt es einfach nur Yoshi. Stapelst du halt Gegner und Yoshi frisst sie am Ende auf. Dann kam halt Yoshi's Cookie. Es
gab für Super Nintendo auch Yoshi Safari. Das war ein Ego-Shooter. Kein Scherz, Leute, kein Scherz. Kam noch für Yoshi Games. Ja, aber dann kam schon Yoshi's Island eigentlich. War dabei in Super Mario Kart, nicht wahr? Das ist ärgerlich. Da hinten ist nix. Hier war er versteckt. Gemein! Musste ich nochmal reinschlüpfen. Egal. Passt schon. Hauptsache gebongt. War ich auf der Seite so überhaupt drin? Habe ich den von der Vorderseite aus schon so gesehen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist ja auch Wumpe. Eichhörnchen. Wat? Baum klettern. Bin ich selbst schuld, so schnell wegzumachen. Rückseite. Eichhörnchen-Lilly. Wer ist ein Eichhörnchen-Lilly? Ich habe das aber irgendwo gesehen. Aber wo genau, muss ich nochmal schauen. Da. Sie hat ein Date. Habt ihr das gesehen? Gut. Viele Eichhörnchen, aber nur eine weibliche. Zumindest eine sehr offensichtlich weibliche. Pink und mit Schleife. Ziemlich Mainstream. Ist das nicht auch schon wieder irgendwie frauenfeindlich? Dürfen die sich nicht mehr frei fühlen? Dürfen die nicht normal rumlaufen? 5-mal Apfelbaum im Flauscheland. Ähnelt den anderen Bäumen. Vorderseite. Haut den Schurken auf die Gurken. Aber danach hätten wir es doch, Hole. Hey, jetzt muss er langsam mal ein Ende nehmen. Apfelbäume. Das ist eine gute Sache. Jeder mag Äpfel, oder? Gibt's irgendeiner, der sagt, ich kann Äpfel überhaupt nicht leiden? Da muss ich kotzen von. Gibt es so eine Person? Wenn ja, verprügelt sie. Na, Spaß. Ist jetzt auch nicht jeden Tag Äpfel, aber... Passt schon mal. Ist schon eine gute Sache. Ich wehre mich gegen viel Obst und Gemüse. Aber Äpfel und Bananen... Mainstream. Mainstream. Als Kind habe ich Kiwi gehasst wie sonst was. Ich weiß nicht, mir wurde immer Kiwi reingezwängt. Und ich wollte nicht. Ja, sie ähneln den anderen, obwohl geht. Das sind schon die auffälligsten, weil die sind dicker. Dann laufen wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel falsch machen, wenn man einfach alle Bäume im Hintergrund im Auge behält. Alter. Pinke Yoshi hat auch gerade nichts mehr an. Nackt bis auf die Schuhe. Ich wollte gerade sagen, langsam kann mal wieder einer kommen. Da ist er nicht im Hintergrund, sondern vorne. Ja moin, Digga. Ja moin. Aber so einfach kriegt ihr mich nicht. Das Spiel kriegt mich oft genug, ne? Das muss ich keine Mühe geben. Das kommt schon von selbst. Ist halt wirklich wahr. Also manche Verstecke, sei es Red Coins oder mit Blumen habe ich keine Schmerzen. Oder hier sowas zu suchen. Das sind eigentlich alles keine schweren Verstecke. Die Summe macht's. Die Summe macht's. Weil du übersiehst halt immer mal was. Du sollst echt viel finden. Aber es gibt so extrem viel zu sehen, dass du irgendwas übersiehst. Das ist halt einfach Fakt. Auch jetzt ein bisschen zu leichtsinnig durch die Gegend wandere. Shit, hier sieht's nicht mehr so baumig aus.
Wisst ihr? Hier sieht's nicht mehr baumig aus. Fuck! Aber was muss es heißen? Nix. Ich glaube aber, hier kommt echt nichts mehr. Ich bin fail. Ja. Bleib den Bäumen treu. Sei naturbewusst. Das ist ein Apfelbaum dahinter. Nee, oder? Habt ihr das gesehen? Ich nicht. Ach komm. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das, wenn man das hier von rechts anschaut, ob man es deutlicher sieht, aber das war richtig gemein. Ich habe auch eine Weile gesucht. Naja. Das war dann wohl die Königsdisziplin. Was, er hat noch was? Ein Pilzstumpf beim Baum. Klettern. Kein Trampolinball. Ich weiß, wo der ist. Den haben wir doch gesehen. Hat der jetzt langsam mal genug? Genau den habe ich gemeint. Und genau den hat er gemeint. Aber hier sind überall diese Vögel, ne? Ich würde mich so wundern, wenn das nicht eine Bitte wäre. Ist irgendwie alles... Oder habe ich irgendwas fehlinterpretiert? König der Donuts. Bin ich retarded und mache irgendwelche anderen Gefallen? Moment mal. Ich glaube, ich bin retarded. Kann das? Nee. Das ist das Letzte. Es sind 9 Stück. Na, da habe ich mich halt vertan. So, wo hast du den nochmal gehabt? Entschuldigung, habe nicht zugehört. Ein König auf der Rückseite. Ein König der Donuts. Den suche ich für euch. Ah ja. Das ist er. Der König der Donuts. Ich dachte erst irgendwo ganz oben drauf, weil da manchmal so Türme waren. Und ganz oben drauf war da sowas Einzelnes, habe ich erblicken können. Bei der Suche nach den Yoshi-Cookies, aber... Nö, der liegt einfach rum und hat eine Krone. So, wir wissen auch, das war jetzt der letzte... Gefallen dieser Welt. Was auch bedeutet, dass wir im nächsten Part keine Gefallen mehr zu erledigen haben. Oder? Kann man schon von der Welt, die man noch nicht beendet hat... etwas versuchen? Na, mache ich auf jeden Fall nicht. Und 9 Stück war jetzt auch wieder eine Hausnummer. Danke dafür, Alpelali. Hau rein, was du hast. 10 Coins! Yeah! Also, was ziehen wir uns im nächsten Part womöglich an? Da wechseln wir, glaube ich, wieder den Yoshi, wenn ich jetzt nicht total retarded bin. Wir haben blaue Wolle. Ein Schwingling. Selten ist der Cupcake. Was heißt selten? Es gibt für jeden ein seltenes. Das ist eigentlich gar nicht selten, die labern. Karierte Windmühle und dann noch eine rosa Kaffeesahne. Die haben es mit der Kaffeesahne, aber ich finde es auch gut. Gestreifte Windmühle. Eichhörnchen Stamm. Minz Makaron. Makarone. Und rosa Makaron. Okay. So, dann haben wir auch hinter dieser Welt ein Häkchen dran gemacht. Dann erledigt. Und können uns halt wirklich im nächsten Part weiter dem Freizeitpark widmen. Ich frag nur mal. Nee. Erst wenn man eine Welt vollendet hat,
nimmt er auch Quests entgegen. Das heißt, wir haben noch nicht mal mehr Quests, die wir machen könnten, selbst wenn wir wollten. Ist es nicht herrlich? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir deswegen im nächsten Part 2 Level machen. OMG? OMG. Und das jetzt öfter mal wieder, ne? Also immer so 2 Level und dann 1 Level plus Quests. 2 Level und dann 1 Level plus Quests. Und dann kommen wir auch ein bisschen schneller voran. Es ist halt so, wenn du direkt Backtracking machen musstest, weil die erste Welt halt irgendwie erstmal keine Quests hatte. Wie dem auch sei. Spukwarnvilla. Nee, nächstes Mal. Keine Bange. Ich wollte nur wissen. Alles gut. Danke fürs Dabeisein. Daumen hoch oder Daumen runter. Yoshi's Crafted World wird immer bunter. Bis dann und ciao.